So, ihr Lieben, ich bin für euch nochmal auf dem flachen Land, auf dem Dorf unterwegs. Und zwar möchte ich heute ein bisschen aufrufen zur Rettung der Feldvögel. Denn was ist das Problem? Wir sind hier zwar auf dem Land, aber trotzdem sind Feldflächen und freie Flächen, die die Vögel brauchen, relativ selten geworden. Wir können uns einfach mal hier umgucken. Es ist alles genutzt. Wir haben jetzt eigentlich so einen Feldweg hier. Und wir haben jetzt hier Gartenbau, ne, mit Pflanzen. Hier nutzt auch eine Gärtnerei das die ganze Fläche für, naja, eben Beeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren, also Johannisbeeren und Brombeeren. Alles abgenutzt, bleibt nicht viel an Fläche für die Feldvögel. Intensive Landwirtschaft sieht man selbst hier also, alle Flächen sind genutzt. Das Einzige, was sie jetzt hier wirklich noch als Raum haben, wäre jetzt dieser winzige Streifen mit Bäumchen direkt neben dem Weg. Das ist so ein bisschen naturbelassen. Wenn ich jetzt von Feldvögeln rede, welche meine ich damit? Da gucken wir mal noch in unseren großartigen Kosmos Vogelführer. Da meine ich tatsächlich vor allem die Glattfußhühner. Wenn ich von Glattfußhühnern rede, dann meine ich ganz klassisch das Rebhuhn. Das werden wir jetzt hier auf Kamera kaum bannen können, denn das Rebhuhn ist extrem selten geworden. Auf Schlau heißt das Tier Perdix. Perdix und hat so eine Länge so von 28 bis 32 cm. Wie gesagt, die Tiere brüten meistens in offenem Gelände und auf Feldern, Wiesen, Brachflächen, im schützenden Gebüsch. Problem ist, wie gesagt, industrialisierte Landnutzung mit Gifteinsatz und auch der Abschuss, auch manchmal außerhalb der Brutzeit, hat die Tiere eigentlich an den Rand des Aussterbens gebracht. Ja. Jetzt sieht man schon hier sehr gut, auch hier betreibt der Meister Landwirtschaft eben. Für solche Tiere ein großes Problem. Die Wachtel ist da im Prinzip auch nicht weit davon entfernt. Das ist natürlich auch so ein Feldvogel, den es kaum noch gibt. Eingebürgert, schön anzusehen, ein bisschen häufiger, eigentlich vornehmlich dafür eingeführt, um ein Jagdhuhn zu haben, was abgeschossen werden kann, ist der Fasan. Ne? Der Fasan hat aber auch so ein Problem, dass es eben viel Ackernutzung gibt, kommt aber damit ein bisschen besser zurecht als das Rebhuhn. Jetzt suche ich nochmal einen ganz klassischen Feldvogel raus, der extreme Probleme hat mit der intensiven Landwirtschaft. Und zwar, es gibt viele, viele, viele Vögel, deswegen ist es gar nicht so einfach jetzt hier richtig den rauszufinden. Kann nur sein, dass es jetzt super lange dauert und das Video einfach zu lang wird. Das ist jetzt natürlich ein bisschen, hätte ich mich besser vorbereiten können, das gebe ich zu. Hätte einen Zettel reinmachen können, ins Buch oder so. Okay, ich weiß es gerade nicht. Ich habe, ja, so ist das manchmal, ne? Nee, doch, wir finden es. Kleinen Moment noch. Ja. Ein Vogel, der eigentlich sehr schön singen kann und auch relativ unscheinbar erstmal aussieht, nämlich die Feldlerche. Die Feldlerche erkennt man sehr gut an ihrer Haube. Das teilt sie natürlich, das Merkmal so ein bisschen mit der Haubenlerche. Aber die Feldlerche, nur 16 bis 18 cm groß, bewohnt auch offenes Kulturland mit Wiesen, Heiden, ist auch ein Standvogel typisch, der im Winter dann in Stoppelfelder und Grassteppen fliegt. Graubraun, die kleine Feldlerche, und brütet auch auf dem Boden. Das ist natürlich auch ein Problem, dass dieser kleine Vogel auf dem Boden brütet. Der macht den typischen Singflug, ist aber kaum noch zu sehen, die Feldlerche, und ist eigentlich schon fast ausgestorben. Problem natürlich, wenn die auf dem Boden brüten und wenn dann so einer drüber rammelt, war es das mit dem Gelege und auch vielleicht mit der Feldlerche selber. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem, auch jetzt, wenn es wieder ein bisschen theorielastig war und jetzt nicht so die Tiere an sich gezeigt hat, was halt schwer ist, ich werde kaum ein Rebhuhn oder einen Fasan direkt vor die Kamera kriegen. Wer nochmal einen Vogel richtig sehen will, da fliegt noch eine Taube. Gut. Okay. Also ich danke euch erstmal für eure Aufmerksamkeit. Gehe jetzt hier noch ein bisschen den Dorfweg, den Feldweg entlang. Genieße die Sonne und den blauen Himmel.
mit den, was ist denn denn, alte Cumuluswolken über mir wahrscheinlich. Cumulonimbus sind es nicht, das sind die großen Gewitterwolken. Über Wolken können wir auch mal uns unterhalten und ein Filmchen machen. Je nachdem. Ne? Also bleibt dabei, bleibt fasziniert. Hier übrigens, wenn ich nochmal hier kurz gucke, das ist so richtig gut. Am Teich sind wir jetzt hier. Hohes Gras. Das wäre jetzt hier fürs Rebhuhn ideal. Es braucht bloß mehr solcher Flächen. Das ist jetzt ideal für Rebhuhn und Fasan. Und vom Feldhasen natürlich auch. So, alles klar. Viel Spaß und gute Laune. Bleibt fasziniert.